Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Austria UFO Wochenschau. Diesmal mit folgenden Themen. Attacke der UFO-Drohnen. Haben Wetterballone ausgedient und sind Drohnen nun das neue Sumpfgas? Die dunkle Bedrohung. Der blinde Fleck der Welt oder Dinge, von denen wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen. Neues Briefing im SCIF. Der amerikanische Kongress geht es wieder an. Stehen neue Erkenntnisse bevor? Money, money, money. Wer von euch wird der erste Reptilianer? Der Begriff Drohne ruft bei den meisten Menschen seit einiger Zeit das Bild von kleinen, mit vier helikopterartigen Propellern versehenen, ferngesteuerten Fluggefährten hervor. Vor allem deshalb, weil das die Art von Drohne ist, mit der man heutzutage als Privatperson wohl am ehesten konfrontiert wird. Oder sogar selbst besitzt. Oder dem Nachwuchs in der Spielzeugversion unter den Weihnachtsbaum liegt. Tatsächlich umfasst der Begriff Drohne wesentlich mehr. Er meint im Prinzip jedes unbemannte, in den meisten Fällen ferngesteuerte fliegende Objekt, und solche gibt es seit über 100 Jahren. Und das in allen möglichen Größen. Dabei bestehen insbesondere im Bereich der militärischen Drohnen fließende Übergänge zu Raketen. Aber selbst wenn wir nur von den aktuell typischen Helikopterdrohnen sprechen, gibt es gehörige Unterschiede. So gibt es handtellergroße oder sogar noch stärker miniaturisierte Drohnen mit oder ohne Kamera, größere experimentelle Drohnen zur Lieferung von Paketen bis hin zu geplanten Taxidrohnen zur Beförderung von Passagieren in der Größe eines Kleinwagens. Drohnen sind also einfach unbemannte Flugkörper, die freie Richtungsänderungen durchführen können und die im Regelfall nicht für einen einmaligen Einsatz gedacht sind, sondern auch wieder unbeschädigt an ihrem Startplatz zurückkehren sollten. Und da gibt es eben eine enorme Vielfalt. Eines haben alle Drohnen aber gemeinsam. Sie werden zunehmend von offiziellen Stellen der USA sowie von Hobby-Skeptikern als Totschlagerklärung für das Auftauchen von unbekannten Flugobjekten genutzt. Kurz gesagt, alles, was kein Wetterballon ist, ist eine Drohne. Klingt gut, ist aber dennoch eine Ausrede. Wie bei den gerade nicht nur in der UFO-Szene heftig diskutierten, gehäuft auftauchenden Berichten über UAP-Überflügen über militärischen Einrichtungen der Vereinigten Staaten. Tatsächlich werden schon seit langer Zeit immer wieder unidentifizierte Drohnen beobachtet, die über militärische Stützpunkte und Infrastruktur, darunter Kernkraftwerke, umherschwirren oder US-Kriegsschiffe stören. Der aktuell bedeutendste Fall ist die Luftwaffenbasis Langley, die im vorigen Dezember gleich von mehreren Wellen unbekannter Flugobjekte erfasst wurde. Links zu mehreren Artikeln dazu in der Beschreibung. Es wurden dabei sogar modernste Überwachungsflugzeuge hochgeschickt, um die Sache zu überprüfen. Offiziell ohne Ergebnis. Verantwortliche Militärs und Politiker in den USA erklären die Vorfälle durch Spionagedrohnen, die vermutlich von feindlichen Regierungen losgeschickt worden seien oder auch von Hobbyfliegern, die einmal gerne einen Blick auf eine Luftwaffenbasis werfen wollten. Hier eine kurze Liste, wieso alles daran einfach Blödsinn ist. Erstens, die größte Militärmacht der Welt sollte insbesondere über ihren eigenen Stützpunkten über Möglichkeiten verfügen, sämtliche denkbaren Flugobjekte zu erkennen, und zwar frühzeitig und entsprechende Abwehrmaßnahmen dagegen zu ergreifen. Dennoch wurde keine dieser Drohnen jemals abgeschossen und eingesammelt. Zweitens, sollten fremde Mächte tatsächlich so etwas zustande bringen, hieße das nichts anderes, als dass das amerikanische Militär nicht in der Lage ist, den amerikanischen Luftraum
adäquat zu überwachen und zu verteidigen. Das wäre gleichermaßen blamabel wie im Hinblick auf die nationale Sicherheit extrem gefährlich. Drittens. Es ist auch tatsächlich völlig auszuschließen, dass Gegner wie China, Iran oder Russland ganze Schwärme von Drohnen gezielt über eine militärische Basis auf dem amerikanischen Festland steuern würden. Könnte nämlich nur eine einzige davon abgeschossen werden und könnte man aufgrund ihrer Bauweise oder anderen Spuren ein bestimmtes Land als Urheber herausfiltern, wäre das ein schwerer Fall von Verletzung der Lufthoheit sowie Spionage. So etwas würde zumindest zu einer schwerwiegenden diplomatischen Krise führen. Manche meinen sogar, so etwas käme geradezu einer Kriegserklärung gleich. Viertens. Ähnliches gilt für private Drohnenpiloten. Würde eine private Drohne abgefangen und untersucht werden, wäre es vermutlich aufgrund von Typ, Seriennummern oder anderen Indizien möglich, den Besitzer ausfindig zu machen. Wer sollte so etwas riskieren? Selbst nur ein kurzer, neugieriger Blick mit einer Spielzeugdrohne in eine amerikanische Militärbasis hätte schwerwiegende strafrechtliche Konsequenzen, bis hin zu einer Spionageanklage. Israel hat mit amerikanischer Unterstützung etwa 99% der angreifenden iranischen Drohnen abgeschossen. Ihr Anflug wurde lange vorher angemessen. Auch die Ukraine schießt regelmäßig weit über 90% angreifender russischer Drohnen ab. Es ist völlig unglaubwürdig, dass irgendwelche ausländischen Spione oder privaten Spaßvögel ganze Schwärme von Drohnen unbehelligt über amerikanische Militärlager herumfliegen lassen können, ohne dass das US-Militär erfolgreich eingreift. Auch der Podcast Need to Know von Ross Coulthard und Bryce Sable hat das neben anderen Themen vor wenigen Tagen thematisiert. Link in der Beschreibung. Man kann mich gerne eines Besseren belehren, aber für mich ist gerade dieser Vorfall über Langley ein Beweis dafür, dass die Argumente der Verschleierer oder sogenannten Gatekeeper immer schwächer und durchschaubarer werden. Wie auch etwa der völlig substanzlose Arrow-Bericht, von mir auch gerne Error-Bericht genannt, der vor kurzem von Christopher Mellon in einem langen Artikel fachgerecht in jeden Punkt zerpflückt wurde. Viele dieser inhaltlichen Probleme wurden auch auf diesem Kanal schon genauer besprochen. Einer der Hauptpunkte ist dabei, dass der Bericht überhaupt nicht das geliefert hat, was eigentlich vom Parlament verlangt worden war. Kurz und prägnant zusammengefasst: US-Parlament so: Ey, wir verlangen einen ausführlichen, sachlichen, historischen Bericht über alles, was sich so in der US-Regierung und ihren militärischen Zweigen in den letzten 80 Jahren in Bezug auf UFOs getan hat. Arrow so: Geht klar, hier ist ein kurzer Bericht, in dem wir einige UFO-Anekdoten erzählen, die wir erklären können. Und alle verschweigen, die wir nicht erklären können. Außerdem schreiben wir auf jede Seite fett, dass es keine Beweise für Außerirdische gibt. Selten waren die Abwehrbemühungen der Verantwortlichen schwächer als heute, was immer sie auch tatsächlich zu verbergen haben. Wer also noch immer an diese Schutzbehauptungen glaubt, der möchte wirklich, unbedingt daran glauben. Zugegeben, diese Überschrift ist ein bisschen Clickbait. Denn bisher ist noch nicht klar, ob irgendetwas an dem UAP-Phänomen tatsächlich eine Bedrohung darstellt. Ja, es gibt Berichte von Unfällen, etwa Verletzungen durch Radioaktivität bei der Begegnung mit unbekannten Flugobjekten und dann natürlich die ganze Geschichte mit den Entführungen und körperlichen Untersuchungen. Aber mir ist kein einziger Fall bekannt, in dem die Begegnung mit dem Phänomen unmittelbar zum Tod von jemandem geführt hätte. Abgesehen vielleicht von vereinzelten Berichten, besonders aus Russland,
wo Jagdflieger, die auf UFOs geschossen hatten, diesen Angriff nicht überstanden haben. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Mir geht es um etwas ganz anderes. Etwas, das auch auf diesem Kanal schon in einer Folge von Nachspiel thematisiert wurde. Nämlich die Tatsache, dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wesentlich mehr Begegnungen mit dem Phänomen der unterschiedlichsten Art gibt, als berichtet wird oder wir uns als Gesellschaft eingestehen. Dabei geht es um einige unterschiedliche Punkte. Der eine ist die Sichtungen. Es gibt nämlich nicht einfach nur ab und zu ein paar, sondern unzählige Sichtungen von unbekannten Flugobjekten. Und wie wir wissen, bleibt seit Jahrzehnten nach dem Ausschluss aller profanen Erklärungen ein beharrlicher Rest von ungefähr 5% über, der nicht erklärbar ist. Das hört man regelmäßig, auch von Wissenschaftlern und Militärs. Nach statistischen Berechnungen, die ich jetzt nicht wiederholen möchte, geht es also tatsächlich um Hunderttausende nicht erklärte Sichtungen. Und dabei sprechen wir nur von den Berichteten. Es ist nämlich sicher, dass noch viel mehr Sichtungen existieren, die niemals jemand irgendwo gemeldet hat. Entweder weil die Person gar nicht mitbekommen hat, dass es sich um etwas Außergewöhnliches handelt, dann aus Angst oder Scheu, oder weil sie nicht gewusst hat, wem oder wohin sie es melden sollte. Man weiß auch von professionellen Piloten, militärisch wie zivil, die sich erst langsam zu Wort melden, dass über 90% von Sichtungen seltsamer Objekte und Leuchterscheinungen nicht berichtet wurden und werden. Tatsächlich nehmen die aufgenommenen und online publizierten Videos von Begegnungen rasant zu. Skeptiker wie Neil deGrasse Tyson merken ja immer gerne herablassend lächelnd an, wenn es denn wirklich so viele UFOs gäbe, warum werden sie da nicht ständig von Leuten mit dem Smartphone gefilmt? Nun, die Antwort ist, sie werden gefilmt. Und zwar zunehmend mehr und immer besser. Der Super-Experiencer Chris Bledsoe etwa filmt fast jeden Abend Orbs und stellt sie unbearbeitet auf seinen Instagram-Kanal. Dazu kommen Flugobjekte, die niemand gesehen hat. Was damit gemeint ist, wenn es sie gibt, dann werden sie ja nicht nur direkt vor der Nase von Beobachtern herumfliegen, oder? Die Erde ist weitgehend unbevölkert. Die tatsächlich von Menschen bewohnte Fläche beträgt gerade einmal 0,6%. Und selbst wenn man alle landwirtschaftlichen Flächen und sonst wie von Menschen genutzten Gebiete hinzuzählt, ergeben sich unter 15% der von Menschen besiedelten Weltkugel. Dazu kommen die zunehmend in den Fokus geratenden Vorgänge unter der Meeresoberfläche. Daraus lässt sich, wie etwa der prominente UFO-Forscher und Autor Richard Dolan angemerkt hat, auf noch viele, viele weitere Aktivitäten dieser Objekte schließen, die nie ein Mensch zu Gesicht bekommt. Wer sind die also alle? Und was machen die alle hier? Quasi dauernd, ständig und vielleicht schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden. Wenn man sich diese Fragen nicht stellt, und das tun ja derzeit nur sehr, sehr wenige, wird man auch keine Antworten erhalten. Zwar wird das langsam besser, aber die Wissenschaft und Politik und vor allem die Erdbevölkerung insgesamt laufen hier mit einem massiven blinden Fleck durch die Gegend. Und tatsächlich sprechen wir hier bislang nur von UFOs im eigentlichen Sinn. Also unbekannte Flugobjekte, meist verbunden mit der Vorstellung eines echten Fluggeräts. Wie man auf Englisch so gerne sagt, nuts and bolts, also physisch, real, mechanisch. In den letzten Jahren hat sich der Fokus der an dem Phänomen Interessierten jedoch deutlich erweitert. Es gibt einfach zu viele seltsame Konvergenzen aus UFO-Sichtungen und parapsychischen Phänomenen, als dass man diesen ganzen, nun ja, Spuk, diesen Hokuspokus, auch Wu genannt, einfach ignorieren könnte. Auch dazu gibt es auf diesem Kanal bereits ein längeres Video.
die Nähe des UFO-Phänomens zu einer ganzen Bandbreite von anderen Phänomenen zwischen Nahtodeserfahrung und der Entwicklung von Fähigkeiten wie Telepathie, Präkognition oder Heilkräften wird mittlerweile durchaus bereits in medizinischen und psychologischen Studien untersucht. Wer sich auf diesem Gebiet informieren und dabei vielleicht gleichzeitig etwas verunsichern lassen möchte, dem kann ich diesbezüglich ein aktuelles Video von Grant Cameron empfehlen. Link in der Beschreibung. Tatsächlich wurde vor ein paar Jahren noch kaum öffentlich über all das gesprochen. Aber die langsam voranschreitende neue Offenheit allen UAP-Themen gegenüber führt nun auch dazu, dass sich immer mehr Menschen trauen, von ihren eigenen Erlebnissen zu berichten. Dabei zeigt sich erst recht, wie viele Leute eine ganze Bandbreite von Erlebnissen hatten und haben, die über unser bisheriges, streng materialistisches Weltbild hinauszugehen scheinen. Jacques Vallée hat das bei seinem Vortrag bei der Soul-Konferenz ebenfalls angesprochen. Er berichtete von einer Kurve, die mit der Seltsamkeit eines Vorfalls wächst und schrumpft. Ist ein Vorfall nämlich nur ein wenig seltsam und nicht besonders aufsehenerregend, berichtet die Person, der das Ganze passiert ist, die Sache wahrscheinlich niemanden. Ist die erlebte Sache aber seltsam, sagen wir eben ein eigenartiges Flugobjekt am Himmel, steigt die Bereitschaft, zumindest einigen Leuten davon zu erzählen. Wird die Sache aber noch seltsamer, also etwa telepathische Kommunikation mit Aliens, nimmt die Bereitschaft, darüber zu erzählen, deutlich ab. Und sollten die Erlebnisse noch außergewöhnlicher werden, was immer das auch heißen mag, ist die Chance, dass die Person das niemals jemandem erzählt und ihr Leben lang darüber schweigt, extrem hoch. Was ich mit all dem sagen will: Es gibt, um den ehemaligen amerikanischen Verteidigungsminister Rumsfeld zu zitieren, Bekanntes Bekanntes, Bekanntes Unbekanntes und Unbekanntes Unbekanntes. Also Dinge, die wir sicher wissen. Dann Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie nicht wissen. Wie eben die wahre Natur von vielen UFO-Beobachtungen. Dann aber noch Dinge, von denen wir noch gar nicht wissen, dass wir sie nicht wissen. Nicht zu vergessen in diesem Zusammenhang die vermehrt auftretenden Whistleblower, zuletzt etwa in England, die so wie David Grush von unter größter Geheimhaltung geborgenen UAPs berichten. Wenn mich jemand fragt, stehen wir bei der Enthüllung des Phänomens oder besser gesagt der Phänomene hinter dem Phänomen noch ganz am Anfang. Am Anfang jedoch von sehr spannenden, verblüffenden und vermutlich erkenntnisreichen Jahren. Ein potenziell großes und sehr aktuelles Thema kann momentan an dieser Stelle leider nur kurz abgehandelt werden. Gerade heute, nach dem Hochladen dieses Videos, findet nämlich ein neues UFO-Briefing von US-Kongressabgeordneten durch das Pentagon statt. Viel weiß man dazu leider noch nicht. Darum hier vorerst einfach nur die Zusammenfassung der bisher bekannten Fakten, die der Kongressreporter Matt Laszlo auf seiner Website Ask a Poll zusammengestellt hat. Bestätigt ist, dass es sich um ein Briefing des sogenannten UAP Caucus durch Arrow handelt. Dass es in einem SCIF, Sensible Compartmented Information Facility, stattfinden wird, und zwar am Mittwoch, den 17. April 2024, von 13 bis 15 Uhr Ostküstenzeit. Unbekannt ist derzeit, wer von Arrow das Briefing durchführt, was genau der Anlass, die Fragestellung der UAP-Caucus-Mitglieder dabei ist,
was der spezifische Schwerpunkt des Briefings sein wird und welche Kongressabgeordneten genau daran teilnehmen werden. Garantiert ist jedoch, dass Ask a Poll das Briefing observieren wird, und zwar, so Matt Laszlo wörtlich, in Vernachlässigung anderer Pflichten. Nun mal sehen, was dabei herauskommt und was wir tatsächlich darüber erfahren werden. Dieser Kanal wird auf jeden Fall darüber berichten, gegebenenfalls auch als Breaking News. Es lohnt sich also, ihn zu abonnieren und die Benachrichtigungen einzuschalten. Dann verpasst ihr diese und andere Infos auf keinen Fall. Ich war ja schon YouTuber, bevor es den Begriff YouTuber gab. Zumindest kannte den damals noch kaum jemand. Es ist nämlich mittlerweile schon 14 Jahre her, da gründete ich einen Kanal, auf dem ich die Texte, vor allem englischer Popsongs, übersetzt auf Deutsch in Form von extrem ernsthaft gehaltenen Lyriklesungen präsentierte. Natürlich waren die Übersetzungen und auch die Präsentation eher augenzwinkernd, wurden aber durchaus professionell und mit all gebotener Würde exerziert. Der Kanal existiert heute noch und hat immer noch fast 2500 Abonnenten und Abonnentinnen und 2 Millionen Views. Und ich habe damit keinen einzigen Cent verdient. Denn in der Zeit des ersten Hypes um meine Lyriklesungen gab es noch keine Monetarisierung auf YouTube. Also zuerst nicht in Europa, dann zwar schon in Deutschland, aber noch nicht in Österreich. Und als die Monetarisierung nach ein paar Jahren schließlich auch für Österreich freigeschaltet wurde, war die Hochzeit meines Kanals bereits vorbei und die Zugriffszahlen bzw. Verweildauer reichte nicht mehr für die notwendigen Kriterien aus. Das ist jetzt mit UVTV Austria anders. Es gibt genug Abos und genug gesehene Stunden. Meine zweite Chance sozusagen. Zwar geht es hier natürlich um etwas ganz anderes, nämlich um eine regelmäßige und ernsthafte Newsberichterstattung zu einem Thema, das uns über kurz oder lang alle betreffen wird, davon bin ich überzeugt. Aber immerhin hat der Channel nun alle Kriterien dafür erreicht, euch Kanalmitgliedschaften anzubieten. Für mich ist das zwar selbst ebenfalls noch Neuland, aber ihr seid hiermit alle herzlich eingeladen, Mitglieder dieses Channels zu werden. Natürlich gibt es dafür einige Benefits, also Vorteile. Näheres dazu erfahrt ihr an der Kanaladresse. Kurz gesagt, derzeit gibt es 3 Ränge: Kleiner Grey, Großer Grey und Reptilianer. Mit unterschiedlichen Preisen und Vorteilen. Das Ganze ist noch im Aufbau. Die diversen Goodies werden dann nach und nach hochgeladen. Auch weitere Ränge könnte es in Zukunft noch geben. Wer übrigens zum Erhalt und Ausbau dieses Kanals beitragen, aber kein Kanalmitglied werden will, kann das etwa auch gelegentlich in Form von Super Thanks in den Kommentaren. Denn darum geht es eigentlich: Erhalt und Ausbau. Die wöchentlichen News sind viel Arbeit und alles, was drumherum zusätzlich passiert, noch mehr. Mit der Unterstützung durch euch kann ich dem Projekt mehr Zeit widmen, etwas davon in die technische Verbesserung stecken und, wenn es tatsächlich ausreichend Mitglieder der höheren Ränge gibt, auch mehr Videos produzieren. Seht euch einmal um, vielleicht gefällt euch ja etwas davon. Allerdings, großes Ehrenwort, wird dieser Kanal nie etwas hinter einer Paywall verstecken, was in Sachen UFO-News relevant und wichtig ist. Versprochen. Ehrlich. Das heißt, ich freue mich über finanzielle Beiträge, aber auch ein einfaches Abo und das Einschalten der Benachrichtigungen garantiert euch bereits regelmäßige Informationen und Updates zu allen wichtigen Entwicklungen. In diesem Sinne bitte liken, kommentieren und weiterverbreiten.
Denn wenn ich mich nicht sehr irre, stehen uns in unmittelbarer Zukunft einige wesentliche Entwicklungen und Enthüllungen bevor. Und das sollten so rasch wie möglich so viele Menschen wie möglich erfahren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.